Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Mr. Easy Racer und seinem Gran Turismo 6 Let's Play. Ja, und wir haben hier mal wieder eine neue Version, Gran Turismo 6, Version 1.04. Und hier mal wieder ein paar Aktualisierungsdetails. Der letzte Teil der Red Bull X Challenge steht jetzt zur Verfügung. Fordern Sie Sebastian Vettel persönlich heraus, die Chevrolet Corvette Stingray Gran Turismo 6 Concept und der Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo Racing Series steht jetzt auch zur Verfügung. Ja, ich kommentiere das jetzt hier nicht live. Vielleicht habt ihr es jetzt gemerkt, weil das nicht so ganz stimmt. Okay, jetzt lese ich mal den Rest. Noch schließen Sie die zeitlich begrenzten Saisonveranstaltungen ab, um diese Autos zu halten. Ja, Leute, hat einen ganz einfachen Grund, denn ich habe die Saisonveranstaltungen jetzt alle mal gemacht. Also alle, nein, alle stimmt nicht. Aber ich habe die vier wichtigsten gemacht, wo wir, genau, das war mit dem Anmeldebonus hier. Also wo man Autos kriegt, die ich jetzt noch nicht habe. Ich habe die Saisonveranstaltung mit dem M4 gemacht. Ich habe die Saisonveranstaltung mit der Corvette hier Sport gemacht. Dann mit dem mit diesem Benz AMG, diese VGT Racing Series und mit dem Toyota FT1. Und ja, genau, hier seht ihr noch die anderen. Und die Autos habe ich ja generell alle. Also KTM X-Bow habe ich, Scirocco habe ich, Lancia, nicht Lancia. Doch schon, Lancia Delta Integrale habe ich. Also warum sollte ich die jetzt nochmal machen? Und ja, da bin ich auch direkt mit dem ersten hier eingestiegen, mit der Chevrolet Corvette Stingray Gran Turismo Concept 13. Ja, und da ich eben mehrere Versuche gebraucht habe, habe ich die einfach rausgeschnitten und ihr werdet jetzt gleich einfach nur ja, meine fliegende Runde sehen. Ja. Und auch meine beste, und ich kann es euch auch schon mal jetzt verraten, ich werde alles auf Gold schaffen, also jede einzelne Saisonveranstaltung. Das heißt, wir kriegen am Ende richtig massig Kohle und halt immer ein Auto. Genau, hier sind wir in Daytona. Was die Schwierigkeit hier dran war, war nach diesem langen Oval den richtigen Bremspunkt zu finden. Das ist in dieser, sag ich jetzt mal, Streckenführung ist das genau zweimal der Fall und da muss man halt echt aufpassen, dass man da nicht entweder übers Ziel hinausschießt oder einfach viel zu früh bremst. Auch bei meiner schnellsten Runde bin ich da, bin ich da echt ein bisschen zu früh auf die Bremse gegangen. Genau, hier der Standard, wieder die Traktionskontrolle auf 0 zurücksetzen, da wir ja die Corvette in der Verfassung noch nicht gefahren sind. Und ja, genau. Gibt es jetzt wahrscheinlich einen ganz kleinen Cut und ihr werdet die schnellste Runde von mir sehen. Ja, war eigentlich ganz gut machbar. Also die ganzen Runden. Hier seht ihr noch den Rest, sage ich jetzt mal, von der ersten Runde. Von diesem Versuch, sage ich jetzt mal, der ganz knapp gescheitert ist mit nur einer Zehntel. Und dann habe ich mir gesagt, ja komm, jetzt schaffst du es. Und der Anfang sah gar nicht so gut aus, also ihr seht es jetzt hier, dass ich eigentlich hinter meiner eigenen Bestzeit bin oder nahe dran, sage ich jetzt mal. Aber das werdet ihr noch im Verlauf sehen. Und ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich auch, warum so wenig Videos in letzter Zeit kommen, hat einfach den Hintergrund, dass ich ja ein paar Internetprobleme hier wieder zu kämpfen habe. Ja, sei es jetzt, dass es mir das Internet halt mal so kurz für eine Minute raushaut, dann setzt du den YouTube-Upload nicht fort und ich bin halt arbeiten unter der Woche und kann das halt nicht kontrollieren. Und dann komme ich halt, ja, nachmittags, abends heim und das scheiß Video oder beide scheiß Videos sind halt nicht hochgeladen. Das ist dann halt scheiße. Genau, das ist eigentlich so der Hauptgrund und ja, ich hoffe, das geht jetzt besser. Ich habe da mal ein bisschen was rumprobiert und das sollte gehen. Hier war gerade sehr knapp mit dem, weil du darfst hier nicht in die Wiese fahren, sonst wirst du sofort disqualifiziert. Oder die Runde wird ungültig gemacht und hier sieht man auch, ich bin jetzt, oder war jetzt gerade beim letzten Mal 4 Zehntel vorne. Und ja, hab dann mal wieder mal in den Rückspiegel geguckt und geschaut, dass ich mir selbst nicht zu nahe komme. Wir sehen schon, jetzt sitzt nur noch fast ein bisschen weniger als minus 2 Zehntel. Genau, und hier war eben der erste Punkt, wo ich mich halt ein bisschen zu früh gebremst hatte. Und ich muss echt sagen, ihr fahrt diese Sachen hier auch echt ziemlich stark. Also ihr seht es hier, der Tails Prower 2013, ich hoffe, ich spreche deinen Namen jetzt mal richtig aus, ist hier wirklich gut unterwegs, hält sich sogar vor mir, hält sich, glaube ich, insgesamt ja auch vor mir.
Das ist schon echt nicht schlecht, weil ich bin die Runde auch recht gut gefahren, finde ich. Da geht sicherlich noch mehr, aber ja, für mich reißt es halt. Genau, und dann habe ich halt gut ganz normal verlassen, wie immer halt, und habe mir dann genau die Belohnung abgeholt. Ich glaube, wie viel Credit? 20, weiß ich gar nicht mehr, um die 80.000, 90.000, oder? Oder waren es noch mehr? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Achso, es sind 154.000 Credits, okay. Genau, und eben dann noch das Auto. Eine Lackfarbe haben wir natürlich noch geschenkt gekriegt. Da wir das Auto hier, ja, uns die Farbe nicht aussuchen können, wie bei den anderen drei Autos. Und ja, aber ist auf jeden Fall ganz geil. Haben wir auf jeden Fall mal wieder vier neue Autos, mit denen wir fahren können. Und beim nächsten Mal gibt es dann auch wieder hier Live-Commentary und auch, ja, wieder die ganz normal in der Karriere, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, geht es weiter. Genau. Hier die Gran Turismo Concept 13 Chevrolet Corvette Stingray. Sieht ganz cool aus, obwohl der Heckspoiler hinten mir überhaupt nicht gefällt, aber gut. Was soll man dazu sagen? Hauptsache wir haben eine neue Karre und die Corvette ist halt echt nicht schlecht. So, jetzt sind wir zu einer Studie gekommen, zu dem Benz AMG VGT Racing Series. Genau, in Mount Panorama Motor Racing. Ich finde das eine richtig geile Strecke, vor allem hier. Ihr seht unten dieses Geschlängel da. Das geht ja bergab und bergauf und so weiter. Und das finde ich mit so einer Karre, die geht halt auch wirklich richtig gut ab. Fand ich das halt richtig geil. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das auch deswegen so oft gefahren, weil ich es einfach perfekt haben wollte. Ich wollte die Runden einigermaßen perfekt hinkriegen. Damit es auch für euch wirklich mal so ein Aufhänger ist, so wie gut ich halt wirklich fahren kann, sei jetzt mal, außerhalb des Let's Plays. Weil ich muss auch ehrlich zugestehen, dass man, wenn man jetzt nicht aufnimmt, fährt man automatisch irgendwie ein bisschen konzentrierter. Merkt man jetzt bei mir eigentlich nicht, weil, ja, es soll jetzt nicht irgendwie, ja, so Selbstironie klingen, aber ich habe halt, oder ich finde halt, ich habe halt so eine gewisse Stärke und das reicht halt meistens für die Gegner von Gran Turismo 6. Und da kann ich ja noch so viel labern und mich auch noch so viel ablenken lassen. Aber bei so Zeitrennen, wo ich dann vor allem euch sehe, ist schon krass. Genau, hier wieder die Motorhaubenansicht, weil das Auto noch keine Cockpitsicht verpasst bekommen habe. Ich fand das die beste Sicht, anstatt so auf den Boden zu kleben. Das fand ich dann wieder nicht so geil. Deswegen habe ich mich für die Motorsicht entschieden. Und ja, achso, das habe ich gar nicht rausgekattet, diesen Neustart, okay. Aber hier habt ihr zum Beispiel einen Versuch gesehen, wo es mich dann halt mal schön am Ausgang der Kurve quergestellt hat. Und dann kannst du die Runde eigentlich schon mal wieder getrost in die Tonne kloppen. Ja, also ihr seht jetzt auch hier an der Geschwindigkeit, an den Gängen und ja, seht ihr auch, dass dieses Ding halt richtig gut abgeht. So, achso, das habe ich auch noch nicht rausgeschnitten. Mein Gott, wie viel habe ich denn da jetzt gerade drin gelassen? Ist ja krass, was der Mr. Easy Racer da jetzt hier alles drin lässt. Da seht ihr mal richtig mal meine Fails, aber ist ja auch nicht schlimm. Seht ihr wenigstens, wie ich es probiert habe. Und ja, also es ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Ja, das sollte jetzt der richtige Versuch werden. Hier seht ihr wieder den Telis Prower und den Mark 1983 Anaheim Berlin. Waren beide richtig stark. Den Mark habe ich dann, glaube ich, im Laufe der Runde überholt. Bei den Telis Prower weiß ich es gar nicht mehr. Aber hier, so, das ist wirklich eine annähernd perfekte Runde, finde ich, die ich hier gefahren bin. Also das war wirklich stark. Ihr seht es jetzt auch hier im an meinem anderen Fahrbild, dass ich die Runde vorher auch schon recht gut gefahren bin, aber 18. eben zu langsam. Und ja, genau. Das ist halt mit dem Berg auf, bisschen Berg runter. Das finde ich halt an dieser Strecke richtig geil. Ich glaube, das sage ich auch, als wir die mal mit dem KTM Expo gefahren sind, habe ich das schon mal erwähnt. Und hier bin ich wirklich mit sehr viel Risiko gefahren. Hier habt ihr gesehen, fast die Wand geknutscht. Hier nur kurz, ganz kurz gelupft, den vierten geschaltet. Hier wird jetzt auch nochmal ganz kurz gelupft. In vierten geschaltet und wieder hoch in fünften und jetzt kommt eben diese Senke und in der Senke anbremsen und so, das finde ich hier richtig geil. Aber musst du aufpassen, dass du nicht zu schnell bist. Hier war das schon fast der Fall. Da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit rausholen gerade eben, aber sonst war die Runde eigentlich relativ gut. So, hier habe ich es eigentlich schon ein bisschen verkackt. Ihr seht es vielleicht an der Karte, dass mein Schatten, sage ich mal, da besser durchgekommen ist.
Ich habe auch noch eine Stelle, wo ich leicht verkackt habe. Ich habe jetzt in der nächsten Kurve, die jetzt kommt, also jetzt kommt gleich so ein kleiner Rechtsknick, der geht voll. Und dann bei der darauffolgenden Kurve habe ich, glaube ich, einen Ticken zu früh gebremst. Das kann man vielleicht auch noch als Kritikpunkt nehmen. Ja, genau, hier seht ihr den Tailless Pro 2013, grob mich da mal ganz geschickt beim Anbremsen. Aber jetzt sollte das eigentlich super vonstatten gehen hier. Nochmal anbremsen hier für die letzte Linkskurve. Und ich glaube, dann habe ich ihn auch schon wieder überholt. Ah, nee, nicht ganz. Okay, dann ist er doch vor mir geblieben. Aber im Endeffekt war es doch eine ganz souveräne Runde mit knappen 18. Vorsprung. Ja, ich würde mal sagen, auch eine 2.05 vorne wird schon gehen noch bei mir. Also das sehe ich schon noch realistisch. Allerdings, wie manche Leute hier bei diesen Ranglisten unter 2 Minuten kommen können. Hey Leute, das ist mir ein Rätsel, Mann. Weil ich, okay, vielleicht unter einer Minute verstehe ich es noch. Aber dann nochmal, unter 2 Minuten meine ich. Okay, hier wieder die ganzen Sachen, die wir halt bekommen haben. Ja, also unter 2 Minuten, okay, das kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Aber wie schafft man es denn bitte, hier eine 1,55,5 zu fahren? Ey, das ist doch unfassbar. Der ist 10 Sekunden schneller gefahren als ich. Wie soll denn das gehen? Ich meine, Reifenwahl bist du beschränkt. Du kannst, ich weiß nicht, ob das Setup, glaube ich, kannst du gar nicht einstellen. Ey, das ist mir echt ein Rätsel, Mann. So, aber dazu jetzt erstmal gut genug. Ich habe hier mir jetzt mal eine richtig coole Farbe hier ausgesucht. Also ich habe erstmal alle durchgeswitcht. Habe erstmal geguckt, soll ich das Orange nehmen? Und habe mich dann für dieses Schwarz-Türkis dann hier entschieden. Obsidian-Schwarz. Weil ich fand, das sieht richtig geil und spacig aus. Auch der Wagen schaut eigentlich, ich finde den, der schaut richtig geil aus. Genau, und dann haben wir nämlich jetzt hier auch schon die Hälfte geschafft. Und, genau, jetzt habe ich, glaube ich, genau, jetzt bin ich erst in M4 gefahren. Da ging halt meine Zeit nicht in die Rangliste mit ein, weil ich da halt einfach zu spät war, weil ich, glaube ich, bis zum 28.01., also für mich jetzt gestern, mich eintragen hätte müssen oder das fahren hätte müssen, damit das noch gewertet wird. Aber Leute, ist mir relativ scheißegal, sobald ich die Karre habe und ich vielleicht für euch einen kleinen Referenzpunkt setzen konnte, ja, war das eigentlich ganz, oder ist das eigentlich ganz in Ordnung? Genau, hier habe ich auch ein bisschen länger probieren tut der Mr. Easy Racer immer. Nee, also ich habe hier ein bisschen länger rumprobiert, weil da eben ein Arbeitskollege von mir auch mitgefahren ist. Das ist, den Namen werde ich jetzt mal nicht verraten, sonst kriegt er wahrscheinlich massig Freundesanfragen. Deswegen werde ich das jetzt mal nicht machen und ich wollte den halt unbedingt schlagen. Ist mir da in dem Ding nicht so ganz geglückt, sage ich jetzt mal. Aber ich kam schon relativ nah an ihn ran und er fährt halt auch mit Lenkrad und allem Pipapo. Und mit dem will ich auf jeden Fall auch nochmal irgendwann online was zocken und das vielleicht dann noch aufnehmen, ich weiß es noch nicht. Aber online zocken wird auch mit euch kommen, allerdings müsst ihr da, ja, ich schätze mal noch so gute 4 Wochen warten, bis ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ich habe mir da auch schon eigentlich einen Tag rausgesucht, wo eigentlich auch mein Chef gesagt hat, hey Junge, da musst du dir frei nehmen, das geht nicht anders, du musst deine Überstunden abbauen. Da habe ich gesagt, ja okay, gut, dann nehme ich mir da frei. Und da könnte man das echt machen. Genau, hier der Anfang verlief eigentlich richtig hammergut. Also ihr seht es, ich habe keine Konkurrenz eigentlich hier bei der Runde. Bis jetzt. Und dann fängt es halt jetzt an. Ab dem Ausgang hier der Kurve, die bin ich nicht mehr so gut und perfekt gefahren. Da haben mich dann doch einige überholt. Hier der Ray 6696 zum Beispiel. Oder da außen schleicht sich jetzt auch der Pro-Spieler dran. Und so weiter. Aber im Endeffekt hat es dann doch gereicht. Hier komme ich jetzt krass quer. Hat mich auch auf jeden Fall Zeit gekostet. Hier der Remaggie Tiller. Irgendein komischer Name. Tut mir leid, dass ich den nicht gescheit aussprechen kann. Aber ja, komplizierter Name hier. Das habe ich auch den Scheitelpunkt leicht verpasst. Und genau. Also, wie gesagt, habe ich auch ein bisschen länger dran rumprobiert, aber im Endeffekt, ja, ihr seht schon oben meine beste Runde, das bin ich schon mal vorher gefahren, eine 26,7. Und ja, das wollte ich natürlich unterbieten, sage ich jetzt mal, weil ich will ja Gold haben. Bronze hätte sogar gereicht, glaube ich, um den M4 zu bekommen, aber klar, der Mr. Easy Racer, der will dann natürlich immer das Maximum haben.
Ist ja ganz klar. Und ja, das sollte jetzt hier auch schon gewesen sein mit der Runde, ne? Eine 1,25,6, also wieder gute 4 Zehntel schneller als die vorangetragene Goldzeit. Genau, hier wollte ich dann nochmal kurz shiften und so, aber das ist dann eher schief gelaufen. Ja, ja, das sind dann die kleinen Spielchen, die man dann so machen will und machen kann. So, hier wieder den Fehler, dass ich nicht in die Rangliste mit eingenommen werde, aber das ist mir, wie gesagt, relativ schnutzpiepe egal. Und ja, genau, Goldrekord haben wir erzielt, alles gleich, ein Popärchen. Und wir stehen jetzt schon, also ich kann es jetzt schon mal verraten, bei 1,5 Millionen Credits. Was dann halt schon richtig geil ist. Und ich habe auch von dem Kumpel gehört, der ist schon recht weit. Also der hat jetzt Trophäenstatus 97%, also der hat das Game eigentlich schon durch. Habe ich halt auch gehört, dass man diese Red Bull Exchange, dass man da auf jeden Fall, wenn man eben diesen Online 200% Bonus über 1 Million halt einfach kriegt, ohne dass man irgendwie ein Fahrzeug kaufen muss oder so. Ist natürlich auch schon geil, aber ich muss noch sagen, es kommt halt auch der Realität oder dem Spielspaß ein bisschen, ja, geht es ein bisschen runter, auch jetzt schon hier wieder das ganze, dieser ganze Geldring, weil eigentlich, ja, will man ja, sag ich jetzt mal, ja, dass man eigentlich kämpfen muss für die Autos sozusagen. Ich meine, okay, klar, für das Auto muss ich auch kämpfen, aber ich sag jetzt mal irgendwie, ist das relativ viel Geld. Ich meine, ich könnte mir jetzt für den 1 Million Credits, könnte ich mir, glaube ich, locker irgendein GT3-Fahrzeug oder so kaufen. Das wäre halt kein Problem. Und ich weiß nicht, ob das jetzt in meinem Stadion nicht doch schon ein bisschen zu früh ist. Und ja, was ich auch gesehen habe, dass meine Garage eigentlich für mein Verhältnis, wo ich jetzt eigentlich bin, schon in der Karriere relativ scheiße ist. Also ich habe da jetzt nicht so wirklich irgendwelche Hochleistungskarren drin, sondern der stärkste ist echt immer noch der KTM X-Bow. Gut, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt habe ich durch diese Saisonveranstaltung wahrscheinlich der SLS, der AMG, der Benz, sage ich jetzt einfach mal, sollte da eigentlich schon mal ein bisschen stärker sein, aber gut. Da sollten wir auf jeden Fall dann auch noch ein paar Autos finden, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise auch müssten wir dann mal spätestens später oder im Verlauf noch kaufen, die dann auf jeden Fall stärker sind. Aber wie gesagt, das soll jetzt erstmal nicht unser Problem sein, denn unser Problem, beziehungsweise nein, mein Problem war es vorher auch dieses Event hier vor allem ganz gut hinzubringen, weil es war auch nicht so ganz einfach, weil der Toyota doch nicht ganz easy zu steuern ist, aber ja, das ging schon relativ gut eigentlich. Ja, was heißt, es ging schon relativ gut? Ich kann nicht sagen, es ist schwer zu kontrollieren und es ging relativ gut. Also man kann das Auto schon, wenn man sich drauf einstellt, gut kontrollieren, aber man muss halt immer ein bisschen aufpassen. Am Ausgang der Kurve will er dann doch mal öfters mit dem Heck kommen und ja, wie gesagt, muss man sich dann halt ein bisschen drauf einstellen. Aber wie gesagt, das kann man ja eigentlich ganz gut. Und außerdem kann man ja auch bei Kurvenausgängen immer ein bisschen Shortshifting machen. Das heißt einfach mal in der niedrigen Drehzahl schon mal wieder hochschalten. Das kann man ja bei der Karre hier ganz gut machen, weil die ja auch leistungstechnisch relativ gut dabei ist. Genau, ihr seht es oben, ich habe schon wieder eine Runde gefahren, eine 1,35, 1,58, also ganz knapp ja, hinter der Zielzeit der 1,35, und ihr seht es hier, dass ich auch gerade eben auch schon wieder ein bisschen im Hintertreffen bin. Also da war ich echt im ersten Versuch wirklich besser, aber ja, das werdet ihr gleich sehen, dass ich das eigentlich noch ganz cool aufholen kann. Oder kann ich das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, genau, zum Beispiel hier durch dieses Anbremsmanöver erstmal noch nicht. Aber ich habe im letzten Sektor dann ziemlich viel Zeit gut gemacht. Aber ihr könnt jetzt sagen, eine halbe Sekunde besser kann ich da auf jeden Fall nochmal abschneiden. Aber gut, habe ich halt nicht geschafft und dann so ist es halt. Hier habe ich erstmal nochmal einen Tick später gebremst, was eigentlich auch Wunderbärchen gepasst hat. Nur hier fast zu weit, oder eigentlich zu weit raus, aber zum Glück hat es der Computer nicht gecheckt und dann war ich jetzt halt eben vorne. Und ja, dann hieß es eigentlich nur noch safe ins Ziel tragen, also nicht mehr zu viel Zeit jetzt hier auf den letzten paar Metern verlieren. Und ja, das war's dann eigentlich. Hier auch den Bremspunkt perfekt getroffen. Das war eigentlich auch immer so eine Sache, die nicht so ganz immer mein Favorite, sage ich jetzt mal, war.
genau, eine 1.34.8 sind wir dann hier gefahren, was war für mich dann auch vollkommen in Ordnung, weil mein Gold hatte ich, die Karre habe ich dann auch bekommen. Also von dem her, und ja, hier wollte ich wieder noch mal ein bisschen shiften, aber der wollte halt einfach nicht wirklich querkommen. Und da habe ich gedacht, ja gut, komm, dann machst du jetzt aus, es passt dann schon. Und ja, haben auf jeden Fall wieder Gold erzielt, wie ihr es ja schon gesehen habt. Kohle haben wir auch wieder massig gekriegt, 132.000 Credits, stehen nun bei 1,573 Millionen Credits, das ist schon krass. Verschiedene Lackierungsobjekte bzw. Farben haben wir auch dann gekriegt. Und ja, das soll's dann auch. Ja, ich bin schon ein bisschen müde, war lange anstrengender Tag heute. Nee, also soll's dann von mir auch jetzt erstmal gewesen sein. Ihr seht es hier noch, die Karre. Ich habe den dann, glaube ich, in Orange genommen, wenn es mich nicht täuscht. Und ja, wie gesagt, Leute, das soll's auch dann von mir erstmal jetzt wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch jetzt mal so eine, ja, nicht Live-Commentary, aber es wird auf jeden Fall nächstes Mal wieder wie gewohnt sein. Und ja, Leute, deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich, sage Servus und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, ne? Also, ciao.